So, und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Halo 5 Live Commentary. Es ist jetzt das dritte, oder das dritte Video zumindest, und dann mein viertes Match, was wir hier live auf diesem Channel erleben. Und ich habe mir gedacht, wir spielen ein bisschen Free-for-All. Ich kann Free-for-All gar nicht, also wirklich überhaupt nicht. Und, aber wir werden mal sehen, was jetzt da so kommt, weil hier kommen noch mal ein paar andere Maps dran. Eden, auch bekannt aus der Beta, glaube ich. Ja, war auch in der Beta. Und ja, ich habe keine Ahnung. Freefall, Slayer, gut. Ja, ich konnte Freefall noch nie. Ich brauche immer meinen Teamkameraden, weil sonst bin ich aufgeschmissen. Aber gut, wir werden mal sehen, was dabei so rumkommt. Ich werde natürlich auch noch mal ein bisschen Warzone spielen. Das Video werdet ihr dann auch finden. Und dann kommt auch das Let's Play. Bin schon sehr gespannt auf die Kampagne. Oh mein Gott. Master Chief und Locke und alles. Freefall Slayer. Oh, es gibt einen Rocket. Oh, das wird ganz mies enden. Oh, und ein Sniper. Also, das wird Dead Power Weapon Spam. Bin ich denn? Oder hinten in der letzten Reihe? Guck ich auch mal so raus. Oh, oh. Oh, gut. At least I got the first strike. Fuck, und habe mich wieder gesprintet. Ja, es ist so, oftmals denke ich dran, aber halt immer noch nicht jedes Mal. Und dann ist das halt so eine Sache, ne? Gut, der Rocket hat jetzt schon irgendjemand. Das heißt, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Ich würde eigentlich auch gerne mal ein VR oder so haben. Wenn ich wüsste, wo es das hier gibt. So, den holen wir uns erstmal. Das heißt aber, da ist noch einer irgendwo gewesen. Oh Gott, stirb doch! Junge, Junge, Junge. Nicht sprinten, nicht sprinten, nicht sprinten, nicht sprinten, Schilde laden. Jetzt, jetzt kann ich sprinten. Oh Gott. Oh, ich hab. Was? Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal die Lead bekomme. In einem Free-for-All-Match. Leute, was ist da los? Das ist. This city change. Was ist denn da oben eigentlich? Wie kommt man da hin und überhaupt? Was geht hier vor sich? Wollte keiner das Sniper haben? Ich meine, wenn nicht, dann gut, nehme ich es halt, ja. Oh oh, oh oh, jetzt will ich gerade mal. Na komm her. Gut, dass der weggelaufen ist, sonst, wenn der mich gechallenged hätte, dann wäre er vorbei gewesen. Oh, hier ist eine Shotgun. Wir nehmen sie einfach mal. Ich wage es zum Zweifeln, dass diese Combo funktioniert, aber wir probieren es zumindest mal. So, jetzt bräuchte ich irgendeine Position, wo ich mit dem Sniper mal was anfangen könnte und nicht die ganze Zeit nur so random hier in diesem Raum hin und her laufen. Ne? Ja, und davor habe ich nämlich immer Angst, weil wenn dann einmal ein Gegner kommt, überraschend, dann ist es irgendwie mir in Halo 5 zumindest noch nicht möglich, anständig was mit dem Sniper zu machen. Fuck. Oh oh. Rocket inbound. Oh, ich sollte vielleicht nicht zu nah rangehen. Ja, auf die Range setzen. Ich will jetzt nicht wissen, wo der hin ist. Und dann kriegt man wieder so ein paar einfache Kills, ne? Oh, hier ist hier ein Light Rifle. Dann kommt der Rocket Spacko mal irgendwie von der Seite wieder angegammelt, ha? So, da ist einfach gespawnt. Perfekt. Ich meine, perfekt, ich weiß noch nicht, was ich von der Medaille halten soll, aber er sagt es so cool. Das finde ich irgendwie echt, das ist einfach so. Er sagt es einfach so cool. Das reicht vielleicht schon aus, aber als Grund, dass es diese Medaille gibt. Weil man kriegt sie ja jetzt schon ein bisschen öfter, jetzt nicht andauernd, aber halt schon einmal wieder öfter. Na klar, dass der wieder entkommt, da unten ist mir. Ja, wie ich sehen konnte, komm, 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 überlebe, 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 überlebe. Gib mir die Shotgun, ha. Fuck you. Dirty, dirty little. Hallo, Kollege. Ich nehme das mal, ne?
So, die Shotgun, ja. Hätte ich mal lieber behalten sollen. Oh Gott. Das war knapp, das war echt knapp. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Ohne Scheiß. Da kommt da irgendwie wieder so ein Typ durchs Fenster geslidet. Du hast keine Ahnung, wo auch immer er wieder hergekommen ist. Ja, die Übersicht fehlt halt einfach noch. Man hat die Maps noch nicht zu 100% intus und dann fehlt wirklich einfach erstmal die Übersicht. Hat er den Rocket? Sieht das dann auch aus? Ja. Ja, challenge mich doch mal mit dem Rocket, ja? Oh, schade. LOL. Der Rocket. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ohne Scheiß. Na, da ist die Munition alle. Ich krieg die Mod, ich hätte ihn fast noch bekommen. Aber das ist der. Das ist mit dem Rocket jetzt einfach selbst weggesprengt. Also komplett genial gegen die Wand. Herrlich. In die Halfway to Victory am Arsch. Ich bin jetzt selber Halfway to Victory, ne? Ich hoffe nur, dass jetzt keiner hinter mir spawnt oder so. Irgendwie schlechter. Wo gibt's hier eine Hydra? Wo gibt's hier eine Hydra? Also, ich habe noch nicht ganz verstanden, was sie als Midterm-Weapon und was sie als Powerwaffe wirklich... Weil die Powerwaffen werden ja wirklich auch angezeigt, wann die spawnen, etc. pp. Aber die Midterm-Weapon haben wir auch gesehen. Die Shotgun lag da random einfach so rum und dann plötzlich, ja, hier ist eine Shotgun, enjoy. Muss man halt dann wirklich an uns selber wissen. Ich finde es gut, dass man selber gucken muss, wann, wo und überhaupt die dann ist. Aber das ist halt dann am Anfang jetzt erstmal doof, weil man halt gar keinen Plan hat. Warum? Gar keinen Plan hat, wo was liegt und dann plötzlich, ja, ich habe eine Hydra. Deal with it. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. What is wrong with him? Nein, jetzt hat jemand das Sniper. Von allen Seiten. Oh Gott, Leute, Leute, es ist so, es ist free for all, es ist einfach Chaos. Man stirbt die ganze Zeit und... Oh. Verschenken Gaul, schaue ich jetzt mal nicht ins Maul. Der hier hatte noch eine Hydra irgendwo. Nee. Irgendwo hatte der doch noch irgendwas. Nein? Sicher? Gut. Dann halt nicht. Ja, bei ihm hat man jetzt richtig gesehen, hat dieses Auto-Stance drin, plötzlich bleibt er random in der Luft schweben und du denkst so, what's the purpose of this? Ich hoffe, ihr verzeiht mir wirklich, dass ich jetzt nicht Top-Performance hier abliefere. Ich gebe mein Bestes, aber das ist aktuell halt dann doch nicht so viel. Ja, und dann... Und dann wirst du halt wieder von hinten angerotzt und dann gehst du in den nächsten Raum und dann chillt er auch schon wieder ein. Ne? Ist nicht so einfach. Wir nehmen jetzt mal die Shotgun mit und gucken jetzt mal, dass wir damit ordentlich Asses kicken. Ne? 10 seconds to rocket launcher. So, zumindest ihn haben wir mal geholt. Ah, okay. Shotgun von Anfang an wirklich nur... Was? Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, ich bin Zweiter. Ja, steht auch ganz allein. Ne? Auf dem ersten Platz ist das halt einsam. Ne? Na gut, Zweiter. Leute, ich meine, für ein Free for All, für mich ist das echt gut. Und vor allem aktuell. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit nicht genug Halo gespielt. Und Halo 5 ist dann auch nochmal was Neues. Genau, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und falls ihr mehr Halo-Content sehen wollt, auch von natürlich Quert und Eddie, Quert und Ishma oder Avid und Eddie oder was auch immer, von meinen beiden Kollegen hier auf Sick Enterprises, dann schaut doch mal auf unserem Channel vorbei. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.